So, deshalb ist das Jojo super. Wenn man es hinter jemanden wirft, direkt winnen. Ah! Das macht einfach so viel Schaden dann. Und auch so ist das eigentlich ziemlich overpowered. Jetzt fühle ich mich ready. Aber erst baue ich mir noch eine bessere Rüstung. Teilweise zumindest. Ein Hin und Her ist das heute. Deswegen würde ich im Video schneiden. Im Stream aber nicht. Da seht ihr die ganze ungeschnittene Wahrheit. Dann seht ihr die ungeschnittene, nicht mit Windows Media, ne, Movie Maker heißt das Programm. Nicht mit Windows Movie Maker editiertes Programm. Also. Gib mir mehr. Ich hab aber nichts. Fällt mir auf. Ja, was tue ich? Was tue ich? Mir eine Rüstung craften. Das macht ja auch nicht mehr Schaden als das, was ich schon habe. Das braucht 15. Das braucht 25. Da habe ich schon keinen Zinn mehr. Als habe ich mehr Defense. Jetzt bin ich schon halb overpowered. Bist du aktiv auf YouTube? Ich schaue sehr viel Videos, ich mache aber nicht viele Videos. Also solltet ihr mal ein Video von mir sehen, was aktuell ist, ist das schon, ja, wie soll ich sagen, schon etwas Außergewöhnliches. Warum machst du nicht Musikvideos auf YouTube? Du könntest musikalisch begabt sein. Ich spiele mittelmäßig gut Klavier, so gut, dass ich tatsächlich ein bisschen über Musik weiß. Ich habe nur einfach nicht die Lust, ist nicht das Richtige. Ich habe einfach bis jetzt nie angefangen, ernsthaft Musik zu machen. Was ich schon mal gemacht habe, ist über ein Musikprogramm halt ein Lied gemacht. Das war sogar gar nicht schlecht, das habe ich aber nicht mehr. Das ist bei irgendeinem der vielen Festplatten-Wipes verschütt gegangen. Hurra! Deswegen. Es ist nicht so, dass ich das schon mal gem nicht. Es ist nicht so, dass ich das nicht schon mal gemacht hätte. Es ist nur so, ich spiele lieber Computerspiele, weil für Musik habe ich tatsächlich dann doch nicht die Ausdauer und Begeisterung, das dauerhaft zu machen. Wen ich empfehlen kann, der ganz gute Musik ist, ist Oliver Music. Den kenne ich zwar nicht persönlich, aber der macht ganz gute Musik. Außerdem mag ich das so viel, viel mehr. Ich mache einfach den Computer an, denke mir, yo, jetzt kannst du streamen. Dafür müssen einige Gegebenheiten gegeben sein. Du hast bestimmt ein absolut musikalisches Gehör. Nein. Ich kann sehr gut raushören, wenn jemand ein Lied falsch spielt. Ich kenne ein paar Leute mit absolutem Gehör. Ich kann auch zwei Leute, die haben eins. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die eins haben. Ich höre nur, wenn eine Note absolut nicht in den Gesamtkontext reinpasst. Zum Beispiel, wenn jemand ein Lied, das ich kenne, nachspielt oder allgemein ein Lied spielt, dann höre ich ziemlich schnell raus, ob er das falsch spielt oder ob er es richtig spielt. Ich glaube, das ist aber normal. Das können ziemlich viele Leute bestimmt. Wer hat denn ein absolutes Gehör? Hallo Elkasa. Ich nenne keine echten Namen. Das sind Leute, die ich mit echtem Namen nur kenne. Au. Findest du diese neuen verbotenen
Wie findest du diese neuen verbotenen Fragmente? Ich habe seit gefühlt einem Jahr nicht mehr Terraria gespielt. Was? Ich habe doch keine Ahnung, was jetzt in dem Spiel neu ist. Ich habe einfach angemacht, gedacht, komm, kannst du eigentlich auch streamen? Woher kennst du die Leute denn? Schule! Stehe jetzt seit 10 Minuten in der Wüste und habe 15. Was für verbotene Fragmente? Ich erklär doch mal. Ich habe doch keine Ahnung. Ich spiele doch jetzt seit. Gut, ich spiele jetzt auch schon ein bisschen länger, aber. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe doch keine Ahnung, was jetzt neu ist. Bei so einem Sandsturm. Ich guck mal, ob ich da was finde. Ich habe aber keine Ahnung, was im Spiel neu ist. Ich habe zwischendurch gesehen, dass es jetzt einen Companion Cube gibt. Komm, Sandelemente. Und die droppen die verbotenen Fragmente. Und im Hard Mode. Ja, ich bin noch nicht im Hard Mode. Ich habe die Wall of Flesh doch noch gar nicht be besiegt. Oh, es sind drei. Okay. Au. Lasst mich in Ruhe. Ich spiele doch erst seit 1,5 Stunden. Ich weiß noch nicht, was verbotene Fragmente sind. Wie sehe ich denn aus? Als könnte ich das Spiel? Denkst du auch wohl selber nicht? Hast du mir nicht zugeguckt gerade? Hallo? Ah. Oh ja, Julius sind so gut im Jungle. Was mache ich eigentlich hier? Ich habe noch nicht mal das Auge besiegt. Ich sollte noch gar nicht hier sein. Dennoch, ja, hat sich so ergeben, dass ich alles im Dschungel wegrecke. Bis die erste Biene kommt, natürlich. Dann sieht es schon anders aus. Aber eigentlich mache ich ganz gut Schaden. Kennst du den Moonlord? Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, so ist es nicht. Aber es war 3.0. Ich habe das Spiel, glaube ich, schon zwei oder dreimal. Der ist ganz leicht. Der ist ganz leicht, ja. Bestimmt. Bist du gut befreundet mit den Leuten mit absolutem Gehör? Teilweise ja. Ich würde sagen, mit einem auf jeden Fall, mit dem anderen halt eine wir sind Schulkollegen Beziehung. Aber sonst. Oh, ich habe 10 Eisenbarren. Ich hätte gern die Eisenspitzhacke. Und mehr Zinn, damit ich die Rüstung endlich mal fertig mache. Du kannst ja mit denen zusammen Musik machen. Das könnte ich. Der eine macht. Ist musikalisch begabt, aber gibt's nicht zu.
Ich bin nicht musikalisch begabt, so sehr. Ich kann ein bisschen Klavier spielen, was ich mir hart beigebracht habe. Was auch echt zugegeben lange gedauert hat. Aber sonst, Begabung würde ich das jetzt nicht nennen. Ich habe eine Begabung zum Programmieren, aber das ist was anderes. Das ist mit Buchstaben und so. Ich kann dem Computer sagen, hallo, mach was. Aber sonst, viel mit Musik hat das jetzt nicht zu tun. Geh weg. Kennst du die Terra-Klinge? Ja. Wie gesagt, die alten Items, die alle bis 1.3 sind, kenne ich alle. Also so gut wie alle. Ich habe natürlich jetzt nicht 100% alle Items gefunden. Aber ich kenne fast alle Sachen, die jetzt nicht neu sind. Mit neu meine ich 1.3. So, eben kurz mal hier stacken. Sortieren. Hey, ich habe noch eine Kiste gefunden. Das ist ganz gut. Kann ich mal reinpacken. Ich habe auch ein paar Potions gefunden. Oh, Recall Potion. Gut, dass ich die habe. Kommt jetzt noch eine Nuss rein. So, ich habe keinerlei Ausrüstung, aber ein paar. Doch, ich habe ein bisschen Ausrüstung. Aber ein bisschen. So, das nenne ich jetzt Oris. Und das nenne ich jetzt Ausrüstung und so. Da kommt jetzt auch das hier rein. Und das Kaktusschwert packe ich da auch mal rein. So, hier kommen jetzt die Sachen rein. Ne, warte, das kommt auch woanders hin. Das sortiere ich jetzt auch. Ich habe unnötig viele Pfeile. Na, ich habe kein Gold. Ich bin gestorben. Wo bin ich eigentlich gestorben? Da hinten. Vor 4 Minuten. So, ich muss mal meinen Guide was fragen. Hello, Guide. Ich sollte nämlich echt mal den ersten Boss machen. Ist ja fast schon peinlich. Boss. Hey, Boss. Steve. Ich hab hier Linsen. Kann ich mir daraus ein Schmackesüppchen machen? Den kann ich. Ja, dafür brauche ich Essenzen. Dafür brauche ich 6. Ja gut, dann dauert das wohl noch ein bisschen. Hey, du Betsy, den Drachenboss. Scheint das Thema nicht gerne ansprechen zu wollen. Welches Thema? Ich konzentriere mich gerade aufs Spiel. Obwohl er einen Baby-Song auch mag. Ich muss zum Baby-Song ganz ehrlich sagen, von der Musik her ist der Song gar nicht so schlecht. Der Text ist nur dämlich. Wenn der Text ein bisschen gehaltvoller in dem, was er ausdrückt, würde ich mir den auch illegal, ich meine natürlich komplett legal von YouTube, nicht runterziehen, sondern ihn mir natürlich legal
Nein, ich würde sie mir trotzdem nicht holen.